Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin's wieder, euer Domi, und heute spielen wir wieder Day Bleed Pixels! Fuck yeah, ich hab mich so gefreut. Ich wollte eigentlich gestern noch weiterspielen, aber es war schon wieder 23 Uhr. Spielen wir weiter! Ich möchte continuen. Mach mal kurz, ich kann jedes Level jederzeit spielen. Oh nein, okay, ich bin also schon im... Jetzt verstehe ich es. Man hat so zu viele Träume und die haben jeweils ein Kapitel. Und ich habe gedacht, ich wäre noch in meinem ersten Kapitel der Story. Aber okay, auf geht's. Ich glaube, das hat man gestern schon gesehen, ne? Buch leuchtet. Und dann holt sie die Ketten, ne? Wobei, Licht aus, Tag an. Dieses Buch wird nicht besser. Und wie macht sie dieses Ding einfach so fest? Wer ist das Mädchen ganz rechts hier? Irgendwie aus wie ein interessanter Anime-Charakter. Die lilahaarige. Müsst ihr nachher mal drauf achten. Sie läuft da ja immer wieder vorbei. Jedenfalls, wenn ich den Traum endlich mal beendet habe. Tag aus. Licht an. Buch auf. Und aus irgendeinem Grund lesen wir schon wieder weiter. Ich weiß nur nicht, ob wir wirklich jeden Abend weiterlesen oder ob das einfach nur... Hey, mir fällt erst jetzt auf, dass sie überall so kleine Narben hat. Ich war immer so von ihren Lächeln verwundert, dass mir jetzt erst aufgefallen ist, dass sie Narben hat unter ihrer Krallen. Oberhalb. Und auf ihren Beinen. Das ist interessant. Okay, nach unten springen lässt mich da durchfallen. Das weiß ich auch. Na, Boss. Oh, fuck. Wie ging das nochmal? Ach ja, richtig. Ich hab keinen vergessen, wo der... Wow! Okay, das war... Irgendwie... Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie automatisch gemacht. Bye bye. Du kannst mich mal. Ich liebe das Game. Ernsthaft, es macht so einen unglaublichen Spaß. Ah, und es hat eine ganz natürliche Steuerung. Oh mein Gott! Es tut mir leid! Fiddle. Ich nenne dich jetzt einfach Fiddle. Soll ich da überhaupt so hochkommen? Ich weiß es gerade nicht. Sie braucht einen Namen. Ich habe sie jetzt Fiddle getauft. Ich weiß nicht, wenn ihr sie anders nennen wollt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Aber für mich ist sie jetzt fürs erste Fiddle. Oh Gott! Es tut mir leid! Nein! What the fuck? What the fuck? Was zur Hölle? What? Da! What? Warum? Wow, das war irgendwie ziemlich episch. Okay, da oben ist nichts. Sollte ich mich fallen lassen oder lieber versuchen, die durch kleine Sprungmanöver aufzusammeln? Erst einmal ein Checkpoint setzen. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, Checkpoint gesetzt. Jetzt kann ich wieder Unsinn machen. Auf die andere Seite kommen. Aber von da aus komme ich da bestimmt nicht dran. Vielleicht, wenn ich hier zwischendrin herumspringe? Warte kurz. Vielleicht kann ich ja wirklich hier entlang alles einsammeln. Und mir dadurch einen weiteren Save Point erlauben. Den ich dann da oben setzen kann, sobald ich die Seite geholt habe. Es ist etwas riskant, aber es könnte funktionieren. Okay, jetzt könnte ich also schon mal... Nein! Oh Gott! Okay, warte kurz. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier runterfalle? Ist da unten der Tod oder... einen Safe-Spot? Natürlich der Tod. Okay. Also dann wollen wir doch mal. Das könnte jetzt etwas dauern, also... Erwartet nicht, dass ihr mich so schnell wieder seht. Ich hätte wirklich von der Seite hier rangekommen. Whoopsie. Naja, whatever. Ich habe einen super geheimen, ultra schweren Weg gefunden, den keine Sau je im Leben gebraucht hätte. Ist das nicht toll? Pow! Pow! Ich frage mich, wie man da durchkommt. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Naja, ich bin an die Seite reingekommen. Geplant war es aber nicht. Also, okay, whatever! I don't know, whatever, but I'm rolling with it! Okay, whatever, I'm rolling with it. Oh Gott! Oh Gott!
Oh Gott, okay. Ah, ich hätte mich also nicht treffen lassen sollen. Ich hätte eigentlich unter ihnen durchschlüpfen sollen. Und jetzt hätte ich hier einen langen Hoch bekommen und dann... Au. Hätte ich den eigentlich wegtreten sollen, aber da war eine Wand zwischen uns. Get up. Get up. Dude, ich habe keine Zeit für sowas. Stirb einfach. Ich habe noch Massen an Gegnern zu töten. Bitte. Hui. Whoops. Way. Chat. Ich muss zugeben, sie fühlt sich echt gut zu kontrollieren an. Dieser Charakter ist so dermaßen angenehm zu steuern. Das hier ist gerade irgendwie eigenartig. Ich hätte irgendwie erwartet, dass ich da entlang hochkomme, aber ich kann es wohl doch nicht. Okay. Ich hätte gedacht, das hier wäre der optionale Weg gewesen. Aber wie gesagt, anscheinend doch nicht. Ich finde es übrigens cool, dass immer 4 von 6 der Seiten total einfach zu finden sind. Oh Gott. Ach nee, okay, die Seite da unten habe ich schon. Dann ist es ja nicht so schlimm. Dass immer 4 von 6 der Seiten total einfach zu finden sind. Oder jedenfalls für mich einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden einfach ist oder dann wirklich bloß für mich. Ich meine, ich hoffe ja, dass ich ein bisschen ein etwas herausragenderer Gamer bin als vielleicht einige andere, aber... Hey! Wow, okay. Das sah awesome aus. Chuck. Aua. Poor dear thing. Oh, aber ich habe jetzt raus, wie ich die ganz schnell töte. Ich kann sie doch einfach nach oben kicken und sie da in die Dacheln fallen lassen. Die sind doch Insta-Death für sie. Okay, Plan läuft. Oh, mein Gott. Ich hätte es also so einfach haben können. Jederzeit, ernsthaft. Das war... Jetzt, ich bin niemals da drauf gesprungen. Im Ernst? Endlich! Oh Gott! Das war eine schwere Geburt. Warum ist da oben kein Klitsche-Zeug auf der Decke? Warum kann ich hier runterfallen? Oh Gott! Sorry! I didn't mean to do that, honey! Honey? Fiddle! Sorry! Sorry, Fiddle! Ernsthaft, das war... Nicht... Ich hab nicht gedacht, dass es dich töten würde. Irritiert, dass da ein Gegner ist. Da oben muss irgendetwas sein. Irgendetwas muss dort sein. Die Frage ist nur, was? Oh Gott, oh Gott, Fiddle, oh Gott, Fiddle! Tut mir so leid! Okay, jetzt habe ich ihr einen Namen gegeben, jetzt fühle ich mich sogar noch schlechter, wenn ich sie verletze. Oh, hey, ich hab random einen Checkpoint gesetzt. Direkt neben fucking Sensi. Sehr gut. Nur gut, dass das nicht schief gehen könnte oder so. Niemals. Okay, da oben geht's für mich nicht lang. Oh, hi, Sensen. Los, Fiddle, renn! Fiddle! Ich mag den Namen. Gott, nein! Oh mein Gott! Seht ihr hier, direkt neben den Sensen habe ich einen Save Point gesetzt. Das ist eine beeindruckende Leistung. Okay, gut. Im nächsten Gebiet muss ich einfach nur schnell sein. Heißt also, mit ihm hier gar nicht erst lange kämpfen, sondern einfach schnell da reinstoßen und weiter geht's. Bitte, geh weg, geh weg! Ihr beide auch! Kommt schon, lasst mich hier schnell durch! Nein! Ich war hinter ihnen gefangen! Ach, kommt schon! Es tut mir so leid, Fiddle! Ich bin einfach nur schlecht. Sorry.
Ich möchte dich eigentlich gar nicht verletzen. Aber es passiert nun mal leider. Oh, komm schon! Ich hab gedacht, er wäre schon... Oh, mein Gott. Das wird... ein Spaß. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich könnte doch jedes Mal einfach Schnauze zu Skype. Hab ich vergessen, nicht abzuschalten? Mal 20. Tja, großartig. So, jetzt noch schnell hier hoch und ach. Yes! Okay, ernsthaft. In diesem Spiel ist jeder Meter, den ich schaffe, aus irgendeinem Grund eine große Leistung für mich. Sorry, aber diese Wand hier sieht verdächtig aus. Wow! Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Especially you! And you! And especially fucking you! Scheiß Geister, den kann ich mal am Arsch lecken. Okay, warum kann ich hier noch weiter zurück? Kann ich noch weiter zurück? Not really, aber ich hab's trotzdem getan. Oh Gott, das wird ja die Hölle. Jetzt darf ich da nochmal durch. Das war unfair. Checkpoint! Okay, sorry, ich muss mich echt entschuldigen, wenn ich ständig einfach bloß Checkpoint schreie und dann auf einmal wieder, wenn ich einfach wieder auftauche und Checkpoint schreie. Aber ich möchte euch nicht tausendfach dasselbe zeigen und ich weiß auch nicht tausendfach, was ich erzählen soll. Und es ist einfach so etwas von scheiße oft, dass ich hier sterbe. Es tut mir echt leid. Okay, hier unten ist nichts von wert. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich sehr oft sterbe. Ich springe in Ecken rein, die mir einfach verdächtig erscheinen. Komm schon, okay. Ich hasse glitschiges Zeug. Oh, meine Güte. Dieses ich hasse glitschiges Zeug klang auch irgendwie perverser, als es sollte. Okay. Meine Güte. Oh. Irgendwie traue ich der ganzen Aktion hier nicht so richtig. Ja, tue ich echt nicht. Ja. Sowas von nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry, Fiddle. Hey, warte kurz. Das könnte die erste Stage werden, in der ich tatsächlich alle 6 Seiten bekommen habe. Und ich habe... Sorry, Fiddle. Oh mein Gott, das ist die erste Stage, in der ich alle 6 Seiten habe. Meine Güte, fühlt sich das gut an. Oh, komm schon, ich habe gedacht, ich wäre da sicher. Ich hab's geschafft! In Sicherheit! Yes! Ihr könnt mich mal sensen! Siegen! Mir scheißegal, was ihr seid! Ihr könnt mich mal! Fiddle geht's auch genauso! Sie sagt auch, ihr könnt mich mal! Nur, sie kann nicht reden, deshalb muss ich es für sie schreien! Na, ich versichere euch, wenn sie reden könnte, würde sie auch sagen, ihr könnt mich mal! Zack! So! Jetzt fühle ich mich etwas besser! Checkpoint, mir geht's gut, weiter geht's. Oh Mann. Ich liebe es, die Gegner so durch die Gegend zu schleudern. Ah, das macht so viel Spaß. Es freut einen immer so, wenn sie durch die Gegend fliegen und sich langsam so setzen. Okay, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ich kann einfach über euch drüber springen und ihr sterbet. Nein! Fiddle! Oh Gott!
Was hat Fiddle jemals getan? Außer, dass ich sie kontrolliere. Aber davon abgesehen hat sie nichts, was sie, weshalb sie so gequält werden müsste. Hat er gerade im Kerbel geschrieben? Der, die, das, was auch immer, von wo auch immer der Soundtrack kam, aber... Hat das Ding gerade im Kerbel geschrieben? Es klingt wie Kerbel! Und ich muss zugeben, Kerbal Space Program ist etwas, wovon meine Freunde total begeistert sind. Ich hab's noch nicht einmal angehört, von daher habe ich keine Ahnung, aber... Ein Kumpel von mir spielt das immer in der Uni und schwört darauf, dass es großartig ist und dass ich es unbedingt anfangen sollte. Okay. Oh Gott, sorry, wenn ich etwas ruhiger bin, aber das hier ist etwas intensiv, okay? Ich weiß nicht, warum ich mir das alles antun muss. Was habe ich jemals getan? Abgesehen vom Ich-Sein. Und das ist schon ziemlich heftig, gebe ich zu, aber trotzdem. Oh Gott, warum ist hier schon wieder eine neue Sensenpackung? Sensenpackung, ihr wisst, was ich meine. Es ist die Tür. Safe Point. Ich bin sicher. Es geht das mal auch ins Geschenk, aber ich bin sicher. Und ich habe alle Seiten gefunden. Und ich habe einen Rang A. Awesome Azathot. Yes! Oh Mann, awesome Azathot. Okay. Oh, ganz ehrlich, guckt euch das an. Ich bin ein fucking Roboter. Einhorn. Ein Roboter Einhorn aus dem Regenbogen rauskommt. Guckt euch das an, es ist Regenbogen. Warum sieht ein bisschen aus wie ein Roboter und ich habe einfach verschossen, dass es ein Einhorn ist. Ha. Wow. Awesome. Okay, erstes Level.